Hallo, OpenOffice, das wohl bekannteste freie Office-Paket. Wer mehr darüber wissen möchte oder noch gar nichts darüber weiß, sucht am besten unter de.wikipedia.org nach OpenOffice. OpenOffice findet man im Internet unter de.openoffice.org. Möchte ich OpenOffice installieren, muss ich vorher ein Paket herunterladen. Gehe auf Download. Die aktuelle Version. Wähle das gewünschte Betriebssystem, die Version und den Download-Server. Klicke dann abschließend auf Download starten. Sobald der Download-Vorgang beendet ist, klickt man auf Installationsanleitung und folgt den Anweisungen. Handbücher, die viele Fragen beantworten, findet man unter Bereiche, Dokumentation. Dokumentation zur Version 2.0. Zu erwähnen wäre noch die Seite www.pro-oo-box.org. Es gibt Erweiterungen, Tools, Vorlagen, Anleitungen etc. rund um OpenOffice. Bei den meistgenutzten Linux-Distributionen ist OpenOffice schon installiert und die OpenOffice-Anwendungen können sofort zum Einsatz kommen. Steht OpenOffice doch nicht bei Fedora Core zur Verfügung, muss ich erst nachinstallieren. Ich gehe auf Anwendung, Software hinzufügen, entfernen oder ich führe den Befehl pyroot aus, gebe das Admin-Passwort ein. Okay. Klicke auf Anwendung, Office, optionale Pakete. Markiere die OpenOffice-Pakete, die ich installieren möchte oder nachinstallieren möchte. Schließen, folge den weiteren Anweisungen, bis die Installation beendet ist. OpenOffice enthält eine Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen, Vektorgrafik, ein Präsentationsprogramm, Datenbank und einen Formeleditor. Ich starte die Textverarbeitung, den Writer, bewege die Maus auf Anwendung. Büro, Wortprozessor oder ich klicke auf das Symbol rechts neben dem Briefumschlag. Das OpenOffice-Fenster besteht aus der Titelleiste ganz oben, der Menüleiste, den Symbolleisten, den Linealen, der Statusleiste ganz unten und den Bildlaufleisten. Es gibt mehrere Symbolleisten. Momentan sind Standard und Format zu sehen. Ich kann Symbolleisten ein- oder ausblenden unter Ansicht, Symbolleisten. Ich füge Bild hinzu, mache Klick drauf. Hier ist die neue Leiste. Ich kann Symbolleisten verschieben, indem ich mit der Maus auf die kleinen, vielen Striche untereinander gehe, klicke mit der linken Maustaste darauf, behalte den Klick bei und verschiebe nun die Symbolleisten in die Position meiner Wahl. Entweder nach links, nach rechts, nach unten oder oben. Ich kann das Verschieben sperren. Gehe ganz rechts auf den Pfeil und dann auf Symbolleistenposition sperren. Dann kann man die Leiste nicht mehr verschieben. Außerdem kann ich die Statusleiste und das Lineal ausschalten, indem ich auf Ansicht gehe und dann auf Statusleiste oder Lineal klicke, sodass das Häkchen nicht mehr zu sehen ist. Gut, das soll es schon wieder gewesen sein. Dann bis zum nächsten Screencast. Ciao.